Das war ein wilder Ritt in der letzten Woche für die Aktienmärkte. Am Freitag ging es dann wieder nach oben, sodass der Wochenverlust praktisch aufgeholt werden konnte. Warum es dennoch für die Aktienmärkte schwierig bleibt, Erholungen, technische Erholungen jederzeit möglich sind, aber übergeordnet schwierig bleibt, das liegt auch an einer Lüge von Jerome Powell, die so offensichtlich ist, aber für die Märkte sehr gefährlich ist, denn man muss davon ausgehen, dass er es ernst meint mit dieser Lüge, und diese Lüge wollen wir uns gleich mal anschauen. Er hat nämlich auf der letzten Pressekonferenz gesagt, Asset prices do not represent a threat to financial stability. Also die Aktienmärkte, die Bewertungen an den Aktienmärkten, die seien keine Gefahr für die Finanzstabilität. Damit meint er faktisch, auch wenn die Aktienmärkte weiterfallen, werden wir unsere Geldpolitik der Zinsanhebung und der Bilanzreduzierung nicht ändern. Also ihr müsst noch viel mehr Schmerz ertragen, bevor ich anfange zu zucken, könnte man hier sagen. Das bedeutet aber, dass die Fed, solange dieses Mantra gilt, das wird nicht ewig gelten, denn irgendwann wird der Schmerz zu groß. Solange dieses Mantra gilt, denke ich, wie Lance Roberts, dass wir eigentlich diese Erholungen tendenziell als Verkaufsgelegenheiten sehen werden, solange die Fed nicht wirklich umsteuert oder die Inflation deutlich runterkommt oder die US-Wirtschaft abstürzt, dass die Fed umsteuert. Also es braucht ein Umsteuern der Fed, sonst wird da an diesem Muster, das wir jetzt gesehen haben, in den letzten Tagen und Wochen sich nicht viel ändern. Schauen wir uns die Dinge im Einzelnen mal an. Hier sehen wir etwa die Marktkapitalisierung der US-Märkte. Da waren wir Ende 2021, also vor ein paar Wochen, bei über 53 Billionen Dollar, die die US-Aktienmärkte auf die Waage bringen. 53 Billionen. Ein Jahr vorher, Ende 2020, waren es 40. Ein Jahr vorher, Ende 2019, waren es 33. Ende 2018 waren es 30, davor 31, dann 27, 25. Wir sehen also, dass sich mehr oder weniger in wenigen Jahren sich die Marktkapitalisierung der US-Aktienmärkte verdoppelt hat. Es hängt also immer mehr dran. Viele sind investiert, Pensionskassen, Versicherungen, der Wohlstand der Amerikaner und nicht nur der Amerikaner hängt an diesen Bewertungen, hängt an diesen Steigerungen der Marktkapitalisierung. Wenn das richtig nach unten geht, dann wird das ökonomischen Schmerz verursachen, wird eine Rezession verursachen, und genau das hat Alan Greenspan, der vorherige oder einstige Fed-Chef, im Jahr 2014 gesagt. Die Fed kann nicht aus dieser ultralaxen Geldpolitik aussteigen, ohne dass es richtige Turbulenzen gibt, ohne dass man ein Significant Economic Event erleben wird. Also Greenspan spricht das aus, das tun Notenbanker ja gerne, wenn sie nicht mehr in ihrem Job sind, nicht mehr in der Verantwortung sind, danach können sie ein bisschen mehr Klartext sprechen, die Dinge auf den Punkt bringen. Greenspan hat es auf den Punkt gebracht, du kannst aus dieser ultralaxen Geldpolitik nicht aussteigen, ohne wirklich hier maßgebliche Turbulenzen auszulösen. Du kannst auch nicht einem Junkie sagen, morgen kriegst du keinen Stoff mehr, sondern im Gegenteil, du bist jetzt dick auf Entzug, ohne dass da physische und psychische Folgewirkungen entstehen, und so könnte man das auf die Märkte runterbrechen. Schauen wir uns mal an, wie etwa JP Morgan die Sache sieht. Die Fed hat früher oder später zwei Optionen. Entweder sie bringt die Wirtschaft in eine Rezession, eben indem sie erstmal akzeptiert, dass da etwa viele Leute Verluste erleiden, dann eben weniger konsumieren, das ist ein Rattenschwanz, oder sie lebt mit dieser strukturellen hohen Inflation, lässt also diese Inflation in irgendeiner Form, naja, laufen. Man tut so ein bisschen was dagegen, aber nicht so viel, wie man eigentlich tun müsste, um sie zu stoppen. Das sind die zwei Möglichkeiten, vor der die Fed früher oder später steht. Jetzt hat sie sich erstmal aufgrund des Regierungsauftrages von US-Präsident Biden dafür entschieden, die Inflation zu bekämpfen. Irgendwann kommt der Punkt, wo dann die Aktienmärkte so laut schreien, so laut quengeln wie Kinder an der Kasse eines Supermarktes, dass die Eltern dann irgendwann die Nase voll haben und sagen, ich will nur, dass das aufhört. Du kriegst, was du willst, aber Hauptsache, es ist Ruhe, und genau das werden die Aktienmärkte wahrscheinlich so lange tun, bis die Fed dann einlenkt und sagt, also okay, wir machen es doch jetzt anders. Noch ist das allerdings nicht der Fall. Bostic von der Fed, der hat gesagt, jedes Meeting ist jetzt ein Live-Meeting, also in jedem Meeting können die Zinsen angehoben werden, und wir können durchaus 0,5% Zinsschritte machen, also große Zinsschritte.
Also hier nochmal eine hawkische Trompete sozusagen, nochmal bestätigt, die Fed meint es wirklich ernst. Es geht jetzt darum, die Geldpolitik deutlich zu straffen. Wir sehen insgesamt aber hier etwa mal die Situation der US-Wirtschaft, der Atlanta Fed GDP Tracker, also praktisch ein Realtime-Tracker der US-Wirtschaft, ist jetzt knapp nur noch über Null. Also das dürfte auch für die US-Wirtschaft jetzt kein einfacher Gang werden in nächster Zeit, zumal wenn die Aktienmärkte weiter in Turbulenzen bleiben sollten. Und wir müssen uns auch mal vorstellen, wenn die Fed jetzt das Tapering beendet haben wird Ende März und dann möglicherweise sogar die Bilanz reduzieren wird, dann dürfen wir nicht vergessen, dass 60-80% der Regierungskredite, der Schuldenaufnahme der US-Regierung eben von der Fed gekauft wurde. Wenn das wegfällt, uiuiui, wer soll das kaufen? Das ist ein Riesenbatzen. Mehr als die Hälfte müssen dann andere kaufen und das sorgt schon für eine gewisse Nervosität auch an den Anleihemärkten. Kommen wir jetzt aber zu den Aktienmärkten. Hier sehen wir mal die 10% der Korrektur in einem größeren Zeitfenster. Wir müssten noch weitere 10% fallen beim S&P, um in einem Bärenmarkt zu sein. Aber wir müssten etwa 21% nochmal fallen, damit wir auf dem Hoch sind, wo wir vor der Corona-Krise, vor dem Corona-Crash waren. Also nochmal 20% nach unten. Und dann wären wir auf dem bisherigen Allzeithoch, das wir hatten vor dieser ganzen Corona-Geschichte, um das einfach mal einzuordnen in die Situation, wie krass eben die Dinge hier exzessiv gelaufen sind. Wir haben jetzt in den letzten Tagen mindestens eine Range von 2,25% gehabt beim S&P 500, also extreme Volatilität, die hier der Fall war. Das sehen wir hier mal. Am Montag bums stark runter und dann am Freitag dieser Move nach oben. Microsoft etwa mit einem Schwung von 15%. Stock Volatility doubled. Also das ist eine extrem volatile Geschichte, die hier der Fall ist. Klar, die Märkte sind nervös. Man schwankt zwischen, so schlimm ist es doch nicht, bis, oh Gott, die Welt geht unter, wenn die Fed aus dieser Liquiditätsversorgung aussteigt. 2,5 Billionen in Marktkapitalisierung. Auch letzte Woche wieder durch die Angst vor einer hawkischen Fed entwendet. Aber wir sehen, wie stark das vorher gestiegen ist. Nach wie vor sind wir bei 133% des globalen BIPs, was die globalen Aktienmärkte betrifft. Alles über 100% laut Warren Buffett, ja. Blasenterritorium. Jetzt sehen wir mal die Bewertungen. Wir sind jetzt nach diesem, wenn man so will, Abverkauf von 10% um und bei beim S&P 500. Bei anderen Indizes ist es mehr. Das sehen wir, dass wir jetzt, was die Price-Earnings-Ratio, also das KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrifft, jetzt so ungefähr auf dem höchsten Punkt sind vor der ganzen Corona-Geschichte. Nur in der Dotcom-Bubble waren wir noch höher. Also es ist jetzt so, dass die Märkte etwas weniger teuer geworden sind. Historisch gesehen sind sie immer noch ziemlich teuer. Aber wir werden sehen, wie diese ganze Geschichte weitergeht. Wir haben eben diesen Exzess gesehen durch die Liquidität der Fed. Jetzt wird die Liquidität rückabgewickelt, zumindest sagt das die Fed. Und dementsprechend schlecht ist die Stimmung. Wir sehen hier oben etwa das Anlegersentiment bei Privatanlegern. 53% Bären, das ist also mehr als die Hälfte. Normal ist das natürlich ein Kontraindikator und wir sehen den Schaden. Ich hatte das am Freitag schon gezeigt, dass knapp die Hälfte der Nasdaq-Aktien sich mindestens halbiert haben. Manche haben 70% verloren von ihrem 52-Wochen-Hoch, manche 80%. Also da ist ein immenser Schaden, der nur in der Finanzkrise und in der Dotcom-Blase höher war. Unter der Oberfläche ist der Schaden größer als eben im Corona-Crash. Und wir sehen jetzt den möglicherweise schlechtesten Start für den S&P 500 seit 1939, also seit gut dem Zweiten Weltkrieg, wenn man so will. Heute ja noch einen Handelstag, vielleicht gibt es da diese Erholung, die das Ganze dann noch ein bisschen freundlicher gestaltet. Aber es ist schon viel passiert. Der S&P 500 ist hier auf Monatssicht praktisch auf sein 23,8er Retracement gefallen. Ziemlich genau. Also das ist eigentlich relativ sauber gelaufen. Wir sehen oben im RSI eine negative Divergenz. Und wenn wir uns den Nasdaq anschauen, dann sehen wir, der ist im Monatschart unter seinen 23,8er Retracement Level gefallen. Das heißt, der Nasdaq ist schwächer als der S&P 500 und wir können und werden wahrscheinlich dynamische, impulsive Rallyes nach oben sehen in dieser Situation, aber
Das Jahr 2018 hat uns gezeigt, dass auch in Bärenmärkten eben extreme Rallyes stattfinden können, ohne dass sich übergeordnet das bärische Muster ändert. Und meine These ist, wir haben ein bärisches Muster, solange die Fed nicht umsteuert, aus welcher Begründung auch immer, weil die Märkte so stark fallen oder weil die Inflation runtergeht oder weil die Wirtschaft in den USA absäuft, warum auch immer, jedenfalls solange die Fed nicht umsteuert, wird das ein schwieriger Markt. Dennoch können wir eine deutliche Erholung sehen, hier etwa mal der S&P 500 mit Retracement Levels. Im Optimalfall, wenn man so will, könnten wir nochmal beim S&P 500 zum Beispiel das 61-2er-Retracement anlaufen. Das wäre dann knapp über 4600 Punkte, also fast 200 Punkte nochmal, die hier nach oben gehen würden. Und ja, wir sehen eben, dass trotz der schlechten Stimmung die Privatanleger an jedem einzelnen Handelstag diesen Jahres zugekauft haben, mehr zugekauft als verkauft haben. Das heißt, wir sehen keine Kapitulation. Das gilt auch für die großen Kunden, die von der Bank of America befragt werden, also von den institutionellen Kunden. Auch da ist man überwiegend auf der Käuferseite unterwegs gewesen. Und ja, wir sehen ein immenses Bedürfnis nach Absicherung. Puts wurden so stark gekauft wie noch nie in der Geschichte. Wir haben über 1 Billion an Puts, Nominalvolumen sozusagen, was da bewegt wird pro Tag. Das ist ein neuer Rekord, wie Goldman Sachs hier zeigt. Also das Absicherungsbedürfnis ist groß und viele rechnen also oder sind abgehedged im Falle eines Crashes. Das bietet dann wiederum die Option für eben solche dynamischen Rallyes nach oben. Wenn diese Absicherungen dann praktisch in Schieflage geraten oder man sagt, ja, brauchen wir jetzt nicht mehr, dann wird das Ganze aufgelöst. Das sind praktisch dann ja Käufe, die stattfinden. Die Märkte gehen nach oben, um dann wahrscheinlich, solange die Fed nicht umsteuert, doch wieder irgendwann zu fallen. Hier sehen wir mal das Seasonal Pattern. Da könnte im Februar dann auch mal was nach oben gehen, so in Richtung Anfang bis Mitte Februar. Wie nachhaltig wird das sein? Hier sehen wir mal rot das letzte Jahr 2021 ziemlich genau gelaufen, wie das Seasonal Pattern, also wie praktisch die Saisonalität. Also von daher haben manche ein bisschen Hoffnung, Anfang Februar auch die Saisonalität ganz ordentlich. Und wenn wir jetzt abschließend noch zu anderen Themen kommen, meine Damen und Herren, zum Beispiel zu China, hier sehen wir schwache Einkaufsmanager-Indizes, der offizielle PMI, also der offizielle Einkaufsmanager-Index 50.1, jetzt im Januar, 50.3 war zuvor, also gerade noch Wachstum, praktisch Stagnation, der Kaixin-Einkaufsmanager-Index, der eben überwiegend kleinere Firmen auch erfasst, auf 49,1 gefallen von 50,9, also der zeigt schon eine Kontraktion an. Also wir sind schlecht gestartet in dieses Jahr aus Sicht der chinesischen Konjunktur. Das wird bedeuten, dass die Notenbank wahrscheinlich nochmal aufs Gaspedal geht, nochmal Zinssenkungen macht und deshalb der chinesische Aktienmarkt vielleicht sogar die bessere Option jetzt, denn mit einer Notenbank die Liquidität reinspült, während die US-Notenbank die Liquidität entzieht, sagt sie zumindest. Und insgesamt, wenn wir uns jetzt auch nochmal diese ganze Ukraine-Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass China da wahrscheinlich eine sehr zentrale Rolle spielt. Wichtig zu verstehen ist, dass 2014, als die Russen sich die Krim geschnappt haben, China sich weder positiv noch negativ dazu geäußert hat, hat also die ganze Geschichte nicht verdammt, hat aber auch diese Annexion nicht anerkannt. Jetzt wird China hier eine zentrale Rolle spielen, zumal man in China sehr genau beobachten wird, wie die Amerikaner, wie die NATO reagiert, sollte da wirklich doch was kommen in Sachen Ukraine. Denn China will sich ja auch Taiwan einverleiben und das ist sozusagen eine Blaupause. China wird jetzt komplett an der Seite von Russland stehen. Das war 2014 noch nicht ganz so der Fall. Aber seitdem hat Russland seinen Handel sehr stark in Richtung China orientiert. Mit Abstand jetzt der größte Handelspartner für Putin. Also dementsprechend sehen wir hier diese Achse, die hier entstanden ist. Und wir wollen uns jetzt vielleicht nochmal abschließend, ganz abschließend anschauen, wie die globalen Aktienmärkte laufen werden. Rüdiger Born hat das getan anhand des DAX, aber auch anhand der US-Indizes wird es jetzt böse. Und er guckt sich mal die übergeordneten Strukturen an und hat eine interessante These, die für Ihr Trading, wenn Sie es denn tun, durchaus sehr, sehr wichtig ist, werde ich unter dem Video verlinken. Schauen Sie sich den Rüdiger mal an, was der da zeigt. Und ich wünsche jetzt erstmal guten Start in die Woche und sage Servus und Ciao.